Okay. Erstmal seltsames Konzept hier. Ach, verdammt. Stampfattacken auf die zu setzen ist echt schwierig, leider. Wird sich vielleicht eher anbieten sogar. Oh mein Gott. Hammerattacke. Oh, hat sogar geklappt. Krass. Das hatte ich so nicht erwartet. Ja, das ist auf jeden Fall ein prädestinierter Moment, um das hier zu tun. Wobei das ziemlich schwachsinnig war, glaube ich. Weil wir niemanden getötet haben. Haben wir irgendwas? Ja, der Wirbelschlag. Perfekt. GG. Weil zweimal Verwirrpulver hätte ich doch sehr, sehr ungern kassiert, muss ich sagen. Das kann schon echt unangenehm sein. So. Aber wir kriegen sogar eins dafür. Nice. Ja, den KP-Schlürfer können wir, glaube ich, wieder entsorgen, oder? Ich glaube, Verwirrpulver ist mehr wert. Oder lohnt sich was einzusetzen? Das sind halt alles schon kranke Sachen hier. 10 KP und 10 BP. Verschwende ich halt die BP komplett. Oh, die Pasta macht genau dasselbe. Das Space Food würde ich gerne behalten. Ja, 20 BP ist halt auch zu krass. 5 KP und Vergiftung. Ja, komm, wir packen den KP-Schlürfer weg. Ist halt tatsächlich der uninteressanteste. So, das hier war relativ absehbar, wie man das machen kann. Und damit haben wir dieses Förderband angestellt. Aber es ist cool, dass hier nochmal ein bisschen weitergeht mit den Rätseln. Also ist dann doch nicht so wenig, wie man vielleicht hätte denken können. So, und hier drunter rollen? Ach ne, nicht drunter rollen, denn wir erinnern uns. Wir haben ja noch einen Partner, mit dem wir uns in die Erde einbuddeln können. Und der kommt hier natürlich genau richtig. So, hier hinten haben wir nichts. Interessant. Das hier wäre ein perfektes Versteck gewesen. Okay, aber irgendwie die Mondbasis hat so überhaupt keine Secrets. Das ist schon ziemlich auffällig. Hier will man den Spieler irgendwie nicht zweimal hinjagen. Kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch verstehen. Genau. Oh mein Gott, da oben ist ein Ultrapilz. Den sollten wir uns auf jeden Fall holen. Dafür gebe ich dann auch gerne mal irgendein anderes Item auf. Frage ist nur welches. Perfekt. Okay, wir geben ein Verwirrpulver auf. Oder das Wutbeben. Oder die Stoppuhr. Ich glaube, die Stoppuhr, die ist nicht besonders viel wert. Wow. Wenn die das geschafft hätte, weiter zu überleben, das wäre echt krank gewesen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur einmal hier lang, einmal hier oben, einmal hier lang. Zahnräder, Zahnräder ohne Ende. Wir machen hier absolute Jump-Run-Passagen, die gar nicht mehr so einfach sind, erstaunlicherweise. Ach, wir hätten sogar noch hochgekonnt noch. Ja, ist die Frage, ob wir da hoch wollen. Wir probieren es mal. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwas Cooles. Nochmal irgendein cooles Item da mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wenn links ein Ultrapilz war, könnte ich mir vorstellen, dass rechts vielleicht nochmal ein Ahornsirup ist. Oder es einfach weitergeht. Ist natürlich auch möglich. Oder es einfach überhaupt. Nein, das wollte ich nicht, verdammt. Wow, aber hier gibt es echt viel Zeugs. Krank. Hier gibt es jetzt was, okay. Hier gibt es auf jeden Fall einen Gegner. Was machst du da oben? Und wie komme ich da hin? Mal probieren. Hey, es funktioniert. Perfekt. Absolut Banane, dass das klappt. Aber gut, wir nehmen das so mit. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir hier so. Ja, kraftmäßig auch ein bisschen besser dran sind, können wir jetzt hier die Krokionen auch. Ah, wir können die nicht in einer Runde grillen. Ach, scheiße. Da habe ich natürlich zu viel versprochen. Bitte Hintergrund? Nee, schade. Ich dachte, der Hintergrund hilft mir vielleicht, aber wollte er dann nicht. So, dann einmal hier ein paar Krokimaten zerlegen. Oh, Moment, ich habe die Krokimaten nie gescannt. Kann das? Moment, das müssen wir jetzt einmal. Ich fürchte, die habe ich nie gescannt. Das wäre natürlich dämlich.
Vor allem von dem Großen ist das dämlich. Oh nein. Den roten Krokibot, den. Nee, roten Mini-Krokimat. Das ist ein Mini-Krokimat-Z. Bis zu 4 von diesen Kerlen schützen jeden Krokimat-Z. Maximal KP 2 Angriffskraft 0, Verteidigung 0. Solange wir diese Dinger nicht erledigen, können wir den Krokimat-Z nicht angreifen. Verwende Techniken, die alle Gegner gleichzeitig treffen. Es ist zwar rührend, wie die Kleinen ihre großen Boss schützen, aber Gnade wäre hier wirklich nicht angebracht. Das ist richtig. Und ein Giftpilz ist hier genauso wenig angebracht. Genau, die Verzeichnung sind wir noch stehen geblieben. Letzte Bildfehler, den ich noch beschreiben wollen würde. Oh, der kann sich heilen. Das war mir auch nicht mehr bewusst, aber sollte uns recht wenig jucken. Ja, Verzeichnung ist tatsächlich ein ziemlich spannender Effekt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt vor einem Schachbrett steht und das durch seine Optik schickt, dass dann das Schachbrett eben keine rechteckigen Kacheln mehr hat, sondern insbesondere Richtung Bildrand eben verzerrt wirkt. Und diese Verzerrung kann einerseits... oh, wir brauchen hier auch noch eine Schlüsselkarte. Spannend. Ah, okay. Glaube, ich verstehe so halbwegs, wo man lang muss. Diese Verzerrung... Ah, hier kommen wir da wieder raus. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Das ist irgendwie logisch, aber irgendwie auch nervig. Genau, diese Verzerrung kann in zwei Richtungen erfolgen. Einmal kann euer Schachbrett quasi ein bisschen fassförmig werden. Nennt man eine fassförmige Verzeichnung. Und das sieht dann einfach so aus, dass man die Ecken des Bildes in Richtung der Bildmitte... Ach, verdammt. In Richtung der Bildmitte zieht und dann heißt es quasi, dass der, ja, dass man eben ein Bild bekommt, was so ein bisschen fassförmig aussieht, ja, also wenn man sich ein Rechteck vorstellt, das wird dann eben abgebildet so wie ein Fass, ja? Also ein bisschen bauchig in der Mitte und in den Ecken fehlt irgendwie was, so in etwa würde das dann aussehen. Das Gegenteil dazu ist die kissenförmige Verzeichnung, die man sich auch ganz gut vorstellen kann. Die funktioniert dann einfach so, also sieht dann halt tatsächlich aus wie ein Kissen. Also die Ecken sind weiter raus, stehen weiter hervor, während die... ist das jetzt richtig hier? Ich fürchte nicht. Die Ecken stehen weiter hervor, aber die Mitte wird so ein bisschen eingequetscht. So kann man sich das in etwa vorstellen. Okay, was habe ich jetzt hier gemacht? Ah, eine Treppe. Nice. Okay, jetzt muss ich nur noch einmal durch den anderen durch, um ich verstehe. Um da zur Flugplattform zu kommen und mir da dann die Schlüsselkarte zu holen. Ganz cooles Rätsel. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Und ja, Verzeichnung ist tatsächlich ein Effekt, der relativ spannend aussieht, der aber auch ziemlich verstörend aussehen kann. Und der tatsächlich aber auch, wenn man jetzt Fotos zum Beispiel macht, bei vielen Kameras mittlerweile weggerechnet wird. Weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt auf meinem Sensor eben so eine fassförmige Struktur bekomme, dann kann ich ja einfach die Teile nehmen vom Sensor, die weiter, jetzt muss ich überlegen, wenn es fassförmig ist, will ich es eigentlich nach außen ziehen in den Bildecken. Also quasi wie so ein Kissen langziehen, damit es wieder rechteckig wird. Und um das zu schaffen, muss ich nochmal überlegen, genau, müsste ich dann quasi die Daten nehmen, die irgendwie ein bisschen weiter innen liegen und einfach nach außen ziehen. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich einen Sensor habe, weil dann, ja, auf dem Sensor sehe ich ja quasi die, die weiter innen liegen. Wenn ich weiß, wie weit ich sie nach außen ziehen muss, dann kann ich das machen. Und das nennt sich dann Verzeichnungskorrektur. Und ja, das sind so die, ich sag mal, standardmäßigen Bildfehler. Wer von euch fotografiert, könnte tatsächlich mit Verzeichnungskorrektur auch schon mal was zu tun gehabt haben. Die kann man nämlich tatsächlich auch in Bildbearbeitungsprogrammen verändern. Kann man auch Verzeichnungen zum Beispiel ja, wieder zurückgängig machen. Also halt quasi so, wie die Optik einem die Verzeichnung gibt, auch wieder darstellen. Kann auch ganz spannende Effekte eben für Bilder verursachen. Ja, je nachdem, was man eben für ein Motiv, was man für ein Motiv hat und was man für eine Bildwirkung erreichen möchte, kann das wirklich ganz spannend aussehen. Und ja, so kann man dann
ja, sich entweder das Ganze wieder planrechnen und so glatt machen, dass es, wie es halt eine perfekte Abbildung eben machen würde, oder halt man sagt, man lässt ein bisschen was von den Eigenschaften der Optik drin, weil das halt auch eine ganz coole Bildwirkung erzielt. Und das sind so die Möglichkeiten, die man da hat. Und jetzt sind wir auch tatsächlich angekommen. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Das aber... Erwartet? Mario, was hat das zu bedeuten? Erst locken wir euch mit unserem Sternjuwel hierher. Und jetzt schnappen wir uns alle Sternjuwelen auf einmal. Das ist der Plan. Und Mario, deine geliebte Prinzessin Peach ist schon lange nicht mehr hier. Also war Peach tatsächlich hier? Wo habt ihr sie hingebracht? Das werde ich euch doch nicht auf die Nase binden. Also auf los, die Show beginnt. Ich werde euch hier fertig machen. Ich und der Neo-Cookie-Bot. Ja. Seid ihr soweit? Ich zeige euch, was Cookie ohne Power ist. Das wird jetzt ganz schön eklig. Hehehe. Der Neo-Cookie-Bot ist stärker als alles, was du je gesehen hast. Und davon kannst du dich jetzt gleich selbst überzeugen. Der hat doch keine Chance. Los, Mario, wir machen ihn fertig. Flucht ist im Kampf nicht möglich. Elektrisch geladen, jeder Schlag führt zu was auch immer. So, Scanner. Erstmal so reinhauen. Das ist der Neo-Cookie-Bot. Er ist noch stärker als der alte Cookie-Bot. Maximal KP 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2. Seine Hauptattacke ist der Schraubendreher. Dabei rammt er dich in den Boden. Natürlich kann er seine Arme auch als Jetpacks einsetzen. Für die Arme gilt Maximal KP 5, Angriffskraft 9, Verteidigung 0. Wenn es soweit ist, greifen dich Körper und Arme separat an. Die Arme haben weniger KP, also solltest du sie zuerst erledigen. Hat der Neo-Cookie-Bot nur noch wenig KP, greift er auch mit einer MG an. Optisch gibt es keine wesentlichen Veränderungen, aber dieses Ding ist schon stärker als der alte Cookie-Bot. Hübsch sind sie allerdings beide nicht. Das war wertend. Okay, wir fangen erstmal an mit einem ordentlichen... Ah, das war vielleicht nicht so clever. Hätte ich noch nicht machen sollen, verdammt. Ja, vor allen Dingen, wenn ich nicht mal treffe. Attacke, der Cookie-Drill ab. Wow, okay. 6 KP ist schon hart. Schon uncool. Aber gut, dafür machen wir jetzt erstmal einen Kraftkuss. Drücke A und B abwechselnd wie an... Abwechselnd, ah, okay. Perfekt. Marius Aktionen steigen um 1. Okay, jetzt machen wir gleich nochmal hier einen Kraftpunsch. Nicht auf Gumbrina, sondern auf Mario natürlich. Und jetzt sind wir maximal gebufft. Okay. Und gleich nochmal. Haben wir noch ein Item, was wir einsetzen könnten? Ich glaube, ansonsten macht erstmal keins mehr Sinn. Nee, wir hätten noch Kraftpunsch, um richtig reinzuhauen. So, und jetzt muss das mal klappen hier. Ach Mann, ich bin zu doof dafür. Zeit für unsere ganz spezielle Spezialattacke. Tut doch gar nicht weh. Wir machen das mal so. Wechseln mal zu Badomp. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Was? Ich dachte, wir haben zwei Aktionen. Das ist ein Scam. Das ist ein harter Scam. Okay, dann machen wir eine Powerbombe. Wenn du so willst, dann eben so. Schade. Da wäre jetzt ein BP-Aufladung ganz cool gewesen. Wow, das war crank. So, und jetzt bin ich gespannt. Bitte lass es mal funktionieren. Ah ne, die zwei Aktionen hatte ich nur einmal. Das ist natürlich lame. Okay. Geht doch. Okay, einfach mal 14 Damage gedrückt. Super. So, machen wir den Zeitbombe. Wir machen eine Zeitbombe, glaube ich. Drücke im richtigen Moment A. Sollte meinen, dass er nicht ganz so schwer zu treffen ist. Was? Ich war zu langsam, fürchte ich. Verdammt.
Das war uncool. Jetzt habe ich eine Bombe bei mir liegen. Die wird mich halt treffen dann. Na, uncool. Okay, wir machen auf jeden Fall erstmal eine coole Sternenattacke. Und zwar ein super Fit. Das wäre jetzt schon mal ganz gut, glaube ich. Dich nochmal ein bisschen hoch zu heilen. Leider die. Oh, die großen BPs verpasst. Weil die KPs eigentlich wichtiger sind gerade. Ja, Mario KP verpasst. Mario KP nochmal verpasst. Ja, also. Das läuft hier. Da hätte man deutlich mehr rausholen können. Das war eher ziemlich schwach. Aber egal. Wir machen noch eine Zeitbombe. Mal gucken. Okay, drei Stück sind gut. Das gibt irgendwann auf jeden Fall ein böses Erwachen für dich, mein Freund. Aua. Es macht nur einen Damage. Was ist das für ein Scam? Gut, es hat ein paar Mal einen Damage gemacht, aber das ist halt echter Scam. Okay, wir machen folgendes. Haben wir noch irgendwas Spannenderes? Ein Anti-V-Hieb ist eigentlich gar nicht so spannend. Naja, komm, wir machen einfach nochmal den Ultrasprung. Auch wenn ich ihn safe wieder verkacken werde, aber... Ja, das war so klar. Ich weiß nicht warum, aber wenn Gegner auch noch so groß sind, ich habe da echt Probleme mit. So, machen wir jetzt nochmal... ein Kraftpunsch. In der Hoffnung, dass ich die nächsten wenigstens treffe. Ist der Neo-Kokobert denn wirklich so schwach? Der hält wohl nur noch die super Spezialattacke. Maschinengewehr. What? Nimm das! Wow! Das war heftig. Alter. Okay. Ich riskiere es erst nochmal einen Angriff zu machen. Weil wir jetzt halt den Kraftpilz drin haben. Ich krieg es nicht hin. Es ist echt... ist zum Mäusemelken. Unglaublich. So, was machen wir jetzt? Wir holen hier uns mal so einen Pilzmuffin. Nicht auf Bad Omb, das wäre jetzt lebensmüde. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Okay, 6er Angriff. Ja, ich probiere es halt weiter. Ich meine, wenn das Action Commando nicht klappt, ist halt kacke. Ja, ich krieg's nicht. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist für mich. Es ist echt traurig. Okay, wir ballern nochmal irgendwas rein. Was haben wir denn noch? 20 KP, 20 BP. Schon fast übertrieben. Ja, den Ultrapilz will ich auf jeden Fall nicht einsetzen. Space Food macht keinen Sinn. Feuerpasta. Den Ahornschaum. Gelee-Schaum ist zu krass. Ich glaube, der Ahornschaum ist schon am besten so. Ja, nehmen wir den. Komm. Ich hoffe nur, er kann diese Attacke mit der MG nicht nochmal einsetzen, weil das wäre ziemlich arschig. Dose habe ich gesehen, mein Freund. Dann wären wir nämlich ziemlich tünnef. Tatsächlich mal einer der Kämpfe, der mir wirklich zusetzt. Allein weil ich halt das Action Commando nicht hinkriege. Wir hätten ihn halt schon 2 Runden tot, wenn das immer geklappt hätte. Ja gut. Ich probiere es nochmal. Das wird nicht besser. Ja, immerhin. Wäre zwar schöner, das zu schaffen. Hehe, aber das kann doch nicht den. Kann doch den Neo-Cookie-Bot nicht so einfach besiegen, oder? Okay. Allein aus Safety-Gründen würde ich jetzt doch ganz gerne nochmal einen Superpilz nehmen. Man weiß nicht, was kommt. Nächste Runde sollten wir ihn eigentlich down haben.
Okay, ja. Mit einem Power, mit einer Powerbombe sollte es auf jeden Fall klappen. Ja, nicht nochmal. Gut, wir haben einiges an Scheiße gebaut in dem Kampf. Da merkt man auch mal, dass es tatsächlich auch mal Items braucht, dass man tatsächlich auch mal Items brauchen kann in so Kämpfen. Aber es, man muss auch sagen, es ist halt schon im letzten Kapitel jetzt der Kampf. Und der kann auch durchaus mal ein bisschen anziehen von der Schwierigkeit her. Und dafür, dass ich gefühlt keine Action-Kommandos getroffen habe im ganzen Kampf, war das schon okay. Boah! 30 Sternpunkte! Ja. War ein schlechter Kampf, wie gesagt, aber manchmal kann man es nicht anders machen. Kukios! Und damit ist er auf dem Mars gelandet. Nee, keine Ahnung, wohin ist. Mario! Arr, Mario! So ging er. Du erhältst ein Sternenjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 8. Mario lernt die Sternattacke Sternhagel. Ich glaube, die war ziemlich episch, wenn ich es noch im Kopf habe. Kapitel Ende. So fand Mario das letzte Sternjuwel auf dem Mond in der Höhle der Kukio. Aber Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag Peach wohl verschleppt worden sein? Der mysteriöse Kukios hat er den Schlüssel zur Lösung aller Rätsel? Und was ist die Bedeutung der Sternjuwelen, die Mario gesammelt hat? Welche Wendung werden sie dem Abenteuer noch geben? Tja. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall geben sie uns massiv Sternenergie und jetzt sogar noch eine neue Sternattacke. Sehr, sehr geil. Und das war es dann tatsächlich auch mit Kapitel 8. 7. 7 war es, genau.